So, wir haben ganz, ganz viel Zeit. Jetzt probieren wir den Ball so steil hoch wie möglich zu legen. Und der Ball geht rein. Let's go. Schöner. Moinsen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder mit einem coolen One-on-One-Gameplay. Ja, Lieben, heute bin ich wieder mit dem coolen Octane unterwegs. Und ja, ich freue mich auf das One-on-One. Und du darfst gerne in die Kommentare schreiben, ob du überhaupt One-on-One spielst oder was für ein Rang du bist. Ja, Lieben, an dieser Stelle wollte ich euch noch kurz hinweisen, dass ich von YouTube-Streaming auf Twitch-Streaming wechsle. Das bedeutet, ich streame nur noch auf Twitch. Aktuell ist es noch so, dass ich parallel streamen darf. Und ja, irgendwann werde ich nur noch auf Twitch streamen. Das bedeutet, wenn du Bock hast, lass gerne bei mir ein Follow auf Twitch da. Ich würde mich übelst darüber freuen. Außerdem wollte ich euch kurz sagen, dass ich versuche, jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag zu streamen. Dienstags so um 16 Uhr, Donnerstag denke ich gegen 13 Uhr und am Samstag wie immer um 9 oder 10 Uhr morgens. So, Lieben, an dieser Stelle legen wir los. Let's go! Bevor das Video losgeht, wollte ich euch nur kurz auf meinen Sponsor Auer.com hinweisen. Hier habt ihr die Möglichkeit, alle Rocket League Items für einen richtig guten Preis zu kaufen. Und wenn du 6% Rabatt haben möchtest, kannst du mich dabei unterstützen und AGTV als Code eingeben. Viel Spaß mit dem Video. So, Lieben, erstes Match gegen Jean Mimi und wir schauen mal, wie es läuft. Erstmal den Kickoff. Oh, der hat keinen guten Kickoff. Okay, sehr aggressiv. Das soll er machen. Er hat keinen Boost mehr. Ja, das ist ein bisschen schwierig gerade. Boah, ich habe nie so in der Nase. Schade. Ah, schade. Ich dachte, er greift an. Und weg mit dir. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass ihr die Gegner... Boom, let's go! An dieser Stelle, ihr Lieben, wollte ich euch nur kurz meinen Gaming Booster Perk vorstellen. Hier ist es von Habs.de. Mega, mega, mega geil. Ich bin sowas von zufrieden, muss ich echt sagen. Richtig geiler Fokus. Und das Geilste ist, ihr Lieben, ihr kriegt einfach das für 15% Rabatt, wenn ihr meinen Code eingibt. Könnt ihr einfach mal abchecken. Und das Allergeilste ist, was ich eigentlich gerade sagen wollte, ist, diese Dinger sind, diese Kapseln sind, also dieser Liquid ist komplett vegan. Bedeutet, jetzt muss ich kurz einen Airdribble machen. Boah, das ist unglaublich. Was für ein Chaser. Macht den? Er macht den. Ja, diese Kapseln sind komplett vegan. Das bedeutet kein Taurin, Koffein oder sonst irgendwelche komischen Sachen, die euch schaden. Komplett vegan. Mega, mega geil. Checkt's unbedingt ab. Habs.de. Hier steht's. Habs.de und der Gaming Booster Perk kann ich echt empfehlen. So, jetzt muss ich hier erstmal den Typ hier fertig machen. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, das ist ja echt nervig. Also jetzt muss ich mich hier wirklich auch ein bisschen anstrengen, Lieben. Das nervt mich gerade hardcore. Mit Chaser. Ich hasse Chasers, ihr wisst es. Guck mal, er hört gar nicht mehr auf. Und da spielt er mir den Ball vor. Vielen Dank, sage ich an dieser Stelle. Let's go! Sehr gut, sehr gut. Und diesmal nehme ich jetzt keine... Muss ich jetzt auf jeden Fall aufpassen. Den machen wir fertig. So, jetzt werde ich sauer hier. Ups. Okay. Der schießt. Schnell sein. So, ich habe Boost, er nicht. So, jetzt kann er auch nicht mehr chasen. Schlechter Hit von mir. Die Idee war gar nicht so schlecht. Die Idee war echt nicht schlecht. Allerdings, habe ich einen Ball gemisst. Oder einen Touch gemisst. Ja, kein gutes Match von mir. Aber egal, wir bleiben dran. Gegen diesen komischen Chaser hier. Weiter geht's. So, der geht rein. Let's go, Leute. 3-2. Fokus an dieser Stelle. Und ja, ihr wisst Bescheid. Ich will von YouTube-Streaming auf Twitch-Streaming wechseln. Der Grund sind mehr Funktionen auf Twitch.
und einfach mehr ich bin einfach viel flexibler auf Twitch. Es ist einfach so, und dann habe ich auch eine Ordnung auf YouTube, kann ich meine YouTube-Videos hochladen. Und es ist klar, natürlich werden die YouTube-Videos weiterhin kommen, jeden zweiten Tag, wie es ihr gewohnt seid. So, jetzt chase ich mal. Schlechte Recovery von mir. Krieg ich den noch raus? Jawohl. Sehr gut. Wir haben ein bisschen Boost, haben wir. Das reicht auf jeden Fall. Wir holen uns Boost. So, jetzt sind wir hier am längeren Hebel. Probieren den Schuss. So, der hat 0 Boost. Glaube ich. So, vielen Dank dafür. Gehen hoch. Let's go! Er dachte mir, ihr könnt mich hier faken. Let's go! Schönes Ding auf jeden Fall. Ja, da denkt er, ich schieße und deswegen hier nach rechts. Let's go! Schönes Ding. Easy peasy. Kickoff gewonnen. Wir legen uns den Ball hoch. Ah, okay. Jay-Z. Bleiben dran, holen uns den ganzen Boost. Er hat halt nichts, das ist das Gute. Ja. Er hat keinen Boost. Das war jetzt ein bisschen glücklich für ihn. So. Da gehen wir hoch. Und Block, schade. Ja, da hätte ich hinterm Ball bleiben müssen. Das war ein Fehler von ihm. Und ich mach den. 5:2, ihr Lieben. Aber ihr seht es auf jeden Fall, Chasen ist nicht ein Once. Bringt nichts. Also vor allem, in Anführungszeichen, dumm Chasen, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, auf jeden Ball drauf gehen, macht keinen Sinn. Spielt klug, spielt klüger. Klüger wäre er hier. Weil sonst kommt ihr nicht weit. Das ist einfach so. Seht ihr? Das ist easy. Easy. Wenn ihr ein bisschen klüger spielt, ist das easy gegen solche Leute. Let's go. Und ihr habt das Spiel verlassen. So, ihr Lieben. Erstes Match gewonnen. Und ich würde sagen, wir springen ins nächste Match. Let's go. So, ihr Lieben. Let's go. Zweites Match gegen Moisel. Und Kickoff-Time gewonnen. Okay. Probieren wir zu schießen. Oh, Ball. Das ist gut. Schade. So, und hier nehme ich jetzt die ganzen Boost-Pads mit. Okay. Let's go. Und er sieht gut aus. Gute 50. Ja, das ist dann halt immer so. Wenn man auf 50s geht, dann kann halt mal sein, dass mal einer durchkommt. Aber finde ich gut. Ich mag solche Spieler, die eher klüger spielen. Deswegen, the try. So, wir haben ganz, ganz viel Zeit. Jetzt probieren wir den Ball so steil hoch wie möglich zu legen. Und der Ball geht rein. Let's go. Schöner. Auf jeden Fall ein sehr schöner Flip-Reset hier. Geil. Let's go. 2:0. Wir holen so Boost. Vorball. Wir warten. Der wird wahrscheinlich abprallen. Er misst den Ball und der Ball geht rein. 3:0. Was für ein guter Start von mir. Wahnsinn. Das muss so sein. So muss laufen. Aber trotzdem, 3:0 ist nichts in Once. Ihr wisst Bescheid. Und er macht den. Seht ihr? Und schon sind es nur noch 2 Tore. Also es geht schnell in Once. Es geht wirklich schnell. Deswegen Fokus halten. Let's go. Ihn. Ja, dann nehmen wir den Ball nach hinten. Machst die Flick, fake. Boom. Jawohl. Leider habe ich 0 Boost. Ah, ich wollte den Boostpad auch noch. Ja, seht ihr, da ist das halt das Problem. Mit den 50s, dass du dann keinen Boost hast und nicht richtig
Hinterher kommst du in den 50. Ah, ich bremse ab, das war der Fehler. Ich habe leider abgebremst. Ich war nicht direkt vor ihm, weil... Ich zeig's euch mal, was ich vorhatte. Also quasi direkt vor ihm zu sein, aber ich stand links von ihm jetzt hier. Und das hat mich rausgebracht. Da war einfach, dann war ich aus dem Momentum draußen. Schade. Boah, ganz schlechter Kickoff von mir. Ja, 50. Aber... Da kann er hingehen, wie er will. Das macht er gut. Ja, ich sag ja. Ich sag ja, er ist ein guter Spieler. Er ist sehr stark. Da müssen wir uns auf jeden Fall konzentrieren. Auch beim Kickoff. Das ist das Wichtigste. Beim Kickoff konzentrieren. Er hat mal gesehen, dass er nicht gerade zum Boost stand. Zum Ball. Und ich dadurch den Kickoff gewonnen habe. So, wir gehen in die Shadow Defense. Ja, das ist klar. So. Ich habe nämlich Boost. Das gibt's nicht. Was für ein Pech. Das ist so ein Pech. Das gibt's nicht, Leute. 4 zu 3 jetzt hier. Ich sag ja, 3-0 ist gar nichts in Once. Deswegen nie aufgeben in Once bei einem 4-0 oder so. Könnt ihr noch easy einholen. So, wir gehen nach außen. Er geht drauf. Wahnsinn. Gutes Positioning. Er kriegt Boost. Lässt mir das Open Net. Lässt er frei. Und der Ball geht rein. 4-4. Ganz wichtiges Tor. Da habt ihr gesehen. Boost ist nicht live an dieser Stelle. Ich bin mitgefahren und dann hier meinen letzten Boost-Pads verschwendet, um den Ball ins Tor zu schießen. Let's go. 4-4. Gutes Match. Kickoff gewonnen. Mist, ein Boost-Pad. Ja, das hat mir jetzt hier das Tor gekostet. Nein, Open Net. Boom. So, jetzt haben wir die Chance hier. Macht er ihn. Er hat Boost. Schlecht gemacht von mir. Oh nein. Knappes Ding auf jeden Fall. Ja, da hätte ich den Ball nach außen, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Ja, das ist klar. Ja, ein bisschen Pech auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was würdet ihr machen? Würdet ihr da drauf gehen? Würdet ihr nach hinten fahren? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Es ist einfach schwierig. Der geht zum Ball. Hat er jetzt Full Boost? Ich miss Boost. Schade. 6 zu 4. It's time for a comeback, boys. It's time for a comeback. Come on, Ball. Schade. Schade. Gibt's nicht. So. Ich habe keinen Boost. Kommt da nicht hinterher. So, wir haben Boost und Zeit. Ja, er geht wieder drauf. Man muss auch sagen, er challenged einfach in den richtigen Momenten. Nicht so wie ich. Okay, das verwirrt mich jetzt komplett, was er hier tut. Schade jetzt. Ich boom ihn nicht. Er hat mich vorgeboomt. Acht Sekunden, egal. It is what it is. It is what it is. 3 Sekunden haben wir noch. 5 zu 6. Vielleicht noch ein Delayed Kickoff probieren. Ah, klappt nicht. Schade. Vielleicht kriegen wir den Ball noch runter.
Okay. Also, 5:6 verloren. GGs an dieser Stelle an Mäusel. Hat er gut gemacht. Guter Spieler. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Und an dieser Stelle bin ich raus. Euer Angezockt TV.